Hallo, wie heißt du? Ich bin RapX. Okay, hallo RapX. Was ist besser, Tee oder Kaffee? Bier. Kekse oder Kuchen? Döner. Döner mit scharfer Soße. Schultereis oder Berliner Pilsner? Berliner Pilsner auf jeden Fall. Pfui. Ecstasy oder Speed? Speed, selbstverständlich. Ist nicht selbstverständlich. Radio oder Fernsehen? Feiglinge. Radio oder Fernsehen? Fernsehen. Am besten finde ich Ilona Christensen, Bärbel Schäfer, Hans Meiser, Anna Keller, Sonja, Stopp. Fliege FAB oder OKB? OKB natürlich, obwohl ich sagen muss, dass ich auf FAB besonders gut Hechtsprung des Anglermagazin finde. Ja, die Fernsehpartnerwahl, wa? Ja, Ritz oder Kiss? Keins von beiden. Ich lieber Spreeradio, weil da läuft deutsche Musik. Ja, Schlager und Volksmusik, die finde ich gut. Flyer oder 030? 030, weil die Burger King ausliegt. Frontpage oder City? Ich stehe eher auf die Rave-Line. Ja, langweilig. Wieso langweilig? House oder Hip-Hop? Hip-Hop. Hip-Hop, ja. Acid oder Gabba? Gabba, selbstverständlich. Scooter oder Ramas Nature? Scooter. Ja. Böse Onkels oder Störkraft? Störkraft, ich stehe wenigstens zu ihren Texten. Ja. MTV oder Viva? Viva. Deutsches Fernsehen finde ich gut. Rechts oder links? Rechts. Klar. Friedrichshain oder Prenzlauer Berg? Friedrichshain, selbstverständlich. Ah, fuck you. Sepp oder Sados? Diese beiden Menschen, über die möchte ich mich nicht äußern. Freitling. Rostock oder St. Pauli? St. Pauli. Nike oder Adidas? Adidas. Wie kannst du überhaupt St. Pauli gut finden? Ist ja widerlich. Na, Fred, auch in der Fred, Fred Perry oder Ben Sherman? Fred Perry. Russen oder Amerikaner? Amerikaner, sie kämpfen für den Frieden. Ach, alles und Lüge. Die Freiheit. Alles Lüge. Konzert oder Dancefloor? Bitte? Konzert oder Dancefloor? Ja. Dancefloor. Ah ja, na klar. Und letzte Frage: Anal oder Oral? Oral, ein Anal ist was für Schwule. Ach nee, echt jetzt? Und die sind für mich nicht normal. Na, okay. Hast du noch Grüße oder letzte Wünsche? Na, grüßen möchte ich die Warengaber-Fans, also insbesondere nicht DHR. Ganz insbesondere nicht Alec Empire, der anscheinend lieber in Japan tourt, weil sich da die Leute schon freuen, wenn die Band größer als 1,80 ist und ansonsten wohl keinen Erfolg hat. Ja, da möchte ich grüßen die Bavarian Force, Fish, Kobe, DJ Lana. Ja, wäre es eigentlich schon. So aus Berlin möchte ich gar nicht keinen grüßen, weil die kann ich nicht leiden. Okay, alles klar. Vielen Dank. Ciao. Bye bye. Okay, wie heißt du? Grandmaster Flash. Grandmaster Flash, hallo. Was ist besser, Tee oder Kaffee? Lampam-Tee. Ach, wirklich? Kekse oder Kuchen? Du Arschloch. Frechheit. Schultheiß oder Berliner Pilsner? Schultheiß. Wirklich? Ecstasy oder Speed? Marihuana. Oh. Radio oder Fernsehen? Nur Kiss 99, 24 Stunden am Tag. Das wollte ich gerade fragen. Fritz oder Kiss? Kiss 99. Naja, na gut. Verblödet man da nicht auf die Dauer? Naja. FAB oder OKB? FAB. Oh, Verräter. Flyer oder 030? 030 natürlich. Ah ja. Frontpage oder City? City, ich bin keine Raver. Oh, Verräter. House oder Hip-Hop? Bowlers. Bowlers? Was ist das? Acid oder Gabba? Ja. Na? Na. Na was? Na was denn? Schwer zu sagen. Na? Acid oder Gabba? Geben Sie eine Antwort, jetzt. Acid Trance. Oh. Scooter oder Ramas Nature? Scooter oder? Wieder noch, habe ich mich überhört. Oh. Böse Onkels oder Störkraft? Boah, schon wieder Entscheidung. Oh, entscheiden Sie sich jetzt. Störkraft. Endlich mal eine vernünftige Antwort. MTV oder Viva?
Ja, bitte in die Kamera gucken. Viva mit Heike. Ah ja, rechts oder links? Neutral. Ah, diese Antwort ist nicht zulässig. Na gut. Ja. Friedrichshain oder Prenzlauer Berg? Ey, mach mal zu, Alter. Friedrichshain. Das war ja wieder klar. Sepp oder Sadus? Ein Paar. Ein Paar? Ah, doch homosexuell, ja. Rostock oder St. Pauli? Ja, na. Was soll ich dazu sagen? Na, sag's. Wir haben nicht so viel Zeit, komm, antworte. Die lassen wir aus, die Frage. Oh, Feigling. Nike oder Adidas? Championship Connection 97. Fred Perry oder Ben Sherman? Alles was teuer ist, Mann. Ja, Russen oder Amerikaner? Amerikaner. Oh, vor allen Dingen Einbauküchen, ne? Konzert oder Dancefloor? Dancefloor. Anal oder oral? Gegen Touch. Anal oder oral? Ach, da bin ich ziemlich flexibel. So, so, er ist sehr flexibel. Na, vielen Dank auch. Das heißt YG. Echt jetzt? Na gut, hallo, YG. Was ist besser, Tee oder Kaffee? Tee. Kekse oder Kuchen? Spacekekse. Wow. Schulteis oder Berliner Pilsner? Schulteis. Ecstasy oder Speed? Speed. Echt? Radio oder Fernsehen? Gameboy. Oh, FAB oder OKB? FAP. Ah, Fritz oder Kiss? 100,6. Oh, Flyer oder 030? Ah, Pornohefte. Oh, Frontpage oder CD? Frontpage. Klar. Raus oder Hip-Hop? Raus. Oh, Acid oder Gabba? Gabba. Yeah. Scooter oder Reverse Nature? Ecstasy. Oh, komm. Böse Onkels oder Störkraft? Endstufe. Oh. MTV oder Viva? United Network. Yeah. Vinyl oder CDs? Na gut, das kann er nicht sagen. Friedrichshain oder Prenzlauer Berg? Friedrichshain. Sepp oder Sadus? The Battle. Rostock oder St. Pauli? St. Pauli. Huh. Pfui. Nike oder Adidas? Reebok. Fred Perry oder Ben Sherman? Nix. Russen oder Amerikaner? Deutsche. Konzert oder Dancefloor? Sag ich nicht. Anal oder oral? Vaginal. Na okay, das war's. War es schon? Ey, mach den Bäcker, meine Bahn steht unten. Wir sehen uns. Hey. Hier ist RapX von der WAW. Okay, wer bist du? Wir interviewen dich heute, wer bist du? Ich bin Birge. Birge was? Birge kommt aus Strausberg. Birge verkehrt in der autonomen Zähle. Und Birge wird jetzt erzählen über deutsche Politik, deutsche Gesellschaftszustände und deutsche Liebe. Okay, wie stehst du zu Traditionen und Werten? Tradition und Werte. Tradition war schon immer der Inbegriff für Guru festhalten, für Götzenbildanbetung und für aufgezwungene Werte der Gesellschaft. Also meiner Meinung nach sind Tradition und Werten das, was das deutsche Volk ausmacht. Nehmen wir einfach mal die Bayern als Beispiel. Bayern, das Land der Alpen, der Edelweiße, der Seen. Ja. Das Bier ist, genau, das hast du sehr schön gesagt, Mario. Das ist einfach schön, in einem Biergarten zu sitzen, in den Alpen. Das ist einfach wunderbar. Was sagst du dazu? Ja, der Inbegriff deutscher Gesellschaft steht auch für mich. Ich setze mich gerne im Sommer in einen deutschen Biergarten und trinke ein deutsches Hefeweizen. Aber verstehst du, prinzipiell ist Bayern nur der deutsche Industrieableger der preußischen Gesellschaft.
Bayern ist deutscher als der Rest, würde ich da das einfach mal zusammenzufassen. Okay, wie stehst du zu den Castor-Transporten? Ja, die Castor-Transporte, verstehst du? Ich selber kann mir keine Meinung über Tontransporte bilden. Dazu möchte ich sagen, ich schneide diesen Hippie einfach mal kurz. Castor-Transporte sichern Arbeitsplätze, sowohl in den Transportunternehmen als auch unter der deutschen Polizei. Jawohl. Weil immerhin arbeiten 30.000 deutsche Polizisten. Hallo! 30.000 deutsche Polizisten. 30.000 Vorsicht, Polizisten arbeiten von meinen Steuergeldern deutsche Initiative. Das ist nicht wahr. Das ist leid. Das ist wahr. Das tut mir leid. Das ist nicht wahr. Die Wahrheit ist, ca. 30.000 deutsche Polizisten kriegen Lohn und Sold, weil sie verhindern, dass linksradikale Terroristen und Autonome, ich krieg da ja einen Zettel von Mario Becker, verhindern, dass Terroristen dieses für die deutsche Wirtschaft notwendige Transportsystem verhindern. Was sagen wir dazu? Die deutsche Wirtschaft. Sie haben richtig bestimmt die deutsche Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft, jawohl. Sie zieht Gewinn aus diesen Transporten, weil die das deutsche ist gut. Wirtschaft baut auf dieser Energie, die aus den Brennstäben im Atomkraftwerken gewonnen wurde, ihre Energie. Aber irgendwo müssen die alten Brennstoffe bleiben, die alten Brennstoffstäbe. Und im Ausland, am besten in den Ostblockstaaten. Bei uns in Niedersachsen, in Gorleben, sollen sie endgelagert werden. Wir nennen es Zwischenlager. Zwischenlager, das ist richtig. Zwischenlager, wohin werden sie abtransportiert? In die Endlager. Wo sind die Endlager? In Osteuropa! In Bulgarien! Rumänien! In der Ukraine! Hören Sie sich allein dieses kranke Wort an. Ukraine! Was kann das für ein Land sein, das so heißt? Ein Was? Erzählen Sie uns bitte noch mehr dazu. Alle Informationen zum Castor-Transport kommen von staatlicher Seite. Wir kriegen staatliche Prospekte in die Schulen geliefert und auch Plakate. Wir können diesen Plakaten nicht glauben, weil der Staat vertritt Konzerninteressen und nicht die Interessen des Bürgers. Darum kriegen wir die Interessen des Staates in Hand. Können Sie sich bitte mal einen normalen, dem Interview angemessenen Tonfall vollmächtigen? Können Sie bitte mal nicht ins Mikrofon spucken? Ich empfinde es als unhygienisch. Transport, habe ich gesagt. Transport. Was wollen Sie eigentlich wissen? Ich will wissen, warum Sie dagegen demonstrieren. Warum Sie gegen den Erhalt deutscher Arbeitsplätze in diesem deutschen Lande demonstrieren. Warum Sie versuchen, deutsche Arbeiter von ihrer Arbeit abzuhalten. Der Castor ist kein Erhalt deutscher Arbeitsplätze. Der Castor selbstverständlich ist er da. Ein Symbol des Staates gegen den deutschen Bürger. Denn der deutsche Bürger vertritt in einer Zahl von mindestens 1 Million Bürgern Interessen gegen die Atompolitik. Aber der deutsche Staat bietet 30.000 Polizisten auf, um deutsche Interessen gegen den Castor zu zerschlagen. Wir bezahlen diese Polizisten, kannst ruhig noch mal reden, die unsere Interessen niederprügeln. Dazu möchte ich einmal sagen, du hast gerade die Zahl 1 Million genannt als Castor-Gegner. War das richtig? Das ist eine Mindestenzahl. Was wäre deiner Meinung nach die Maximalzahl? Die Maximalzahl könnte sich, wenn der deutsche Bürger einmal nachdenken würde, auf 5 Millionen belaufen. Nein, auf 90% der deutschen Bevölkerung belaufen. Das ist ein Quatsch, weil, pass auf, die Leute, Quatsch. Die deutsche Bevölkerung ist gut genug organisiert, informiert und so weiter. Von wem ist sie informiert? Durch sämtliche Medien wird über jegliche Bestimmungen des Castor-Transporten. Welchen Medien? Von welchen Medien ist völlig scheißegal. Nein, das ist nicht scheißegal. Sie wird von sämtlichen Medien unterrichtet. Medien vertreten staatliche Interessen. Und du hast einfach. Staatliche Interessen versuchen dem deutschen Bürger. Nur halt mal kurz die Schnauze. Ich bin zwar nur der Interviewer, aber ich möchte dazu mal anmerken: 1 Million hast du genannt. 1 Million. Dieses Volk beläuft sich auf rund 90 Millionen deutsche Bürger. Du nennst 1 Million Bürger als absolute extreme Anti-Castor-Gegner. Wobei nur 50.000 tatsächlich bei den Anti-Castor-Demonstrationen vorgegen das sind. Ist falsch, das ist eine Der Punkt ist, das ist keine Scherzinformation. Information. Das
Nun mach dich mal bitte nicht lächerlich. Auf jeden Fall, der Punkt ist, dass selbst wenn 1 Million Castor-Gegner vor Ort wären, immer noch 89 Millionen Castor-Gegner nicht vor Ort wären. Dadurch keine Castor-Gegner wären, dadurch pro Castor, pro Arbeitsplätze für Deutsche, pro Atomkraft. Nein, das ist falsch. Denn 89 Millionen Bürger sind von staatlicher Propaganda beeinflusst, die im Fernsehen wie Tagesschau heute... Das ist typische linke Hetze und solche sollten wir eigentlich in unserem Sender nicht offen unterstützen. Deshalb sage ich jetzt Danke und Tschüss. Ich grüße noch meine Mutter, meinen Vater, meine Schwester und meine Freunde in der gesamten Bundesrepublik. Dieser Zecke. Ja, recht schönen guten Tag. Wir sind von United Network Productions. Oder ist es nur die... Oder... Ja, genau, oder ist es nur die Propaganda? Oder ist es nur die Propaganda, wie wir hier sehen, aus dem Umfeld der linkssozialistischen SPKUNZ? Oder ist es die Propaganda der AOK? Wir wollen es feststellen, deswegen sagen wir... AOK! 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 Unser Ruf hört! Wir hören! Die Stimme des Volkes! Ja! Bier macht! Bier macht! Das schneiden wir natürlich raus! Und weiter! Hier wird nichts geschnitten. Ja, ausgeschnitten, ey! Ja, der Deutsche, der Kern ist kann scheiße, der Kern ist fett, der Kern ist ein Arschloch. Bleib mal, geh doch jetzt mal wir an. Wir nicht. Der Kern ist fett, der Kern ist ein Arschloch, der Kern ist einfach scheiße. Ich bin der Papst ist schuld. Was sagen die dazu? Der Papst sichert Arbeitsplätze im Rahmen der Sicherheitspolitik. Im Rahmen der Christlich-Sozialen Union. Okay. Die CDU gehört an den Galgen! Was sagen Sie dazu? Das finde ich absolut faschistisch von Ihnen, denn die CSU... Was ist faschistisch in Ihren Gedanken? Die CSU setzt sich ein für Arbeitsplätze, hauptsächlich vorrangig für Deutsche. Wir haben festgestellt, die bayerische Nationalbevölkerung ist völlig anarchistisch. 90% werden bayerisch nationalen. Zu Ihnen möchte ich sagen, wer schreit, der lügt. Wer schreit, der lügt. Sie schreien. Hat Hitler nicht geschrien? Das sehen Sie mal wieder. Sie schreien, Sie lügen. Ich bin keineswegs einer Meinung mit Adolf Hitler. Sie finden also, dass Adolf gelogen hat? Er ist ein Kommunist. Hat Franz Josef Strauß jemals in seinem Leben geschrien? Franz Josef Strauß hat immer... Franz Josef Strauß ist ein Arschloch. Was sagen Sie dazu? Sie schreien, Sie lügen. Das kann ich einzig und allein dazu sagen. Hitler hat auch gelogen, was sagen Sie? Nun geben Sie mir das Mikro. Jetzt gehen wir nicht weg. Okay. Warte! Franz Josef Strauß hat immer sachlich auf realistischer Ebene argumentiert. Franz Josef Strauß war fett! Das ist meiner Meinung nach kein Argument. Da sehen Sie, was er draus gemacht hat. Da sehen Sie, wie der Putz blättert hat. Hier sehen Sie es. Wo sind wir hier? Wir sind in Ostdeutschland. Hat Franz Josef Strauß etwas mit Ostdeutschland zu tun? Er ist 88 gestorben. Ja, hat er. An einem Herzinfarkt, leider. Er hätte es wurde besser machen sollen. Wurde zu dem Herzinfarkt zugeteilt. Er hätte es besser machen sollen, verdammte Scheiße. Verstehen der Punkt Sie? Ist, dass Adolf Hitler, Franz Josef Strauß, niemals unsachlich argumentiert hat, sondern immer auf einer ruhigen, relaxten, intellektuellen Basis seine Argumente verdammte zum Scheiß, Vortrag gebracht verdammte hat. Verdammte Scheißkulturelle in Deutschland. Die langhaarigen, nickelbrillen Affen haben nie versucht, ihre Argumente auf einer Emotion... Ja. Auf einer emotionslosen Basis vorzubringen. Verdammte Emotionen verdammte haben in der Politik nichts zu suchen. Verdammte multikulturelle Emotionen! Verdammte multikulturelle Gesellschaft! Das ist die Substanz der menschlichen Kultur! Mit diesen Menschen möchte ich nichts zu tun haben, sind jeglicher politischen Basis entfremdet. SS. Danke. Sehen Sie, mein Leben ist versaut. Ich werde jetzt springen. Hier hört ihr verzweifelten Jugendlichen. Nein, was sagen Sie dazu? Es geht mir nicht um Liebe, um Triebe, um Hass, um Stärke, um Gewalt. Spring! Ja, ich werde springen. Und das ist mir auch scheißegal, verdammte Scheiße, Mann. Sei kein Feigling. Spring schon! Du Feigling. Spring! Ich liege aus dem Fenster, das finde ich geil. Was sagen Sie?
Okay, wie steht ihr zu Speed und Ecstasy? Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das jetzt im Fernsehen kommt, dann bin ich voll dagegen. Nee, ganz ehrlich. Wir machen einen schwarzen Balken für dein Gesicht. Ja? Ja. Ganz ehrlich, also ich hab das mal richtig krass genommen. Und die kamen einfach noch nicht mehr weg. Und ich bin jetzt eine Weile weg. Ich bin nur noch beim Rochen. Kiffen. Ja. Marihuana. Ja. Gut, und so, würdest du sagen, ist okay, Speed und Ecstasy zu nehmen? Oder würdest du sagen, das ist scheiße? Na, wenn sie ihn danach fühlt. Ich meine, das ist doch mal was anderes, oder? Und kann, ja, also nehmen. Kann sie auslassen. Hast du ja positive Erfahrungen damit gemacht. Ja, ich schon. Und Klamottenläden, wo kaufst du da ein? Also, ich war heute einkaufen und zwar, wo waren das? In den E-Sportler. In Hollywood? Nee, in Hollywood geht nicht. Nee, hast du was gegen Hools? Nee, habe ich ganz bestimmt nicht, aber da geht nicht einkaufen. Hast du nicht einkaufen? Warum nicht? Weil da neben meine Schwester arbeitet und ich bin mit meiner Schwester im Streit. Ach so. Gut, also kostet eher, ich meine, du hast gerade Adidas-Klamotten an, du kostet schon eher Sportswear, ja. Ja, ich hab Nike an. Nee, aber ich meine, das hier ist Adidas. Ja, Adidas, ja, stimmt. Mhm. Und wie stehst du so, sagen wir mal, wie ich so, zu so. Skateboard-Klamotten? Ja. Wie findest du das? Jeder soll so rumlaufen, wie ihn das Spaß macht, Mensch, muss so machen. Ja, das hört man trotzdem, das ist nicht so wild. Wie findest du so mein Outfit? Findest du das okay? Sieht in Ordnung. Findest du mich sexy? Was? Ja, zieh ich mal bitte aus. Ja? Wollen wir uns ausziehen, hallo? Ja. Ich meine, lass uns mal alle ausziehen. Ich zieh mir mal ein bisschen aus kurz. Ah, der Knopf geht so schwer auf. Ausziehen. Ich meine, wie findest du so das Ding hier? Findest du das geil? Naja, sieht so. Ja, meinst du niemand 25 cm so? 25? 25. Los. Schlaf, ja. Schlaf, ja. Ist aber wenig. Das ist wie ein drittes Bein. Ja, wie ein drittes Bein. So gut, so. Und meine Oberschenkelmuskulatur. Oh, krass. So gut. Das ist sexy. Ja, und ja. Baden? Ja. Gut. Okay, dann zieh ich mal wieder hoch. Ja. Und was habt ihr, was sind das für Kanal hier? Okay. Ich komme aus Berlin. Welcher Stadtbezirk bitte? Ich schätze mal Friedrichshain. Friedrichshain. Und wie finden Sie so Friedrichshain so? Ich meine, Ihrem Gesicht nachzuteilen sehr gut. Friedrichshain finde ich total gut, sieht man das denn nicht? Ja, welche Veranstaltungsorte gibt es denn so in Friedrichshain? Ja, GABA-Partys, Rave-Partys. Wie stehen Sie so zu Drogen gerade in Friedrichshain? Welche Droge ist da so die bevorzugte? Drogen? Nein, danke. Ne, welche Droge ist denn die bevorzugte? Ich schätze mal so... Crack. Crack, ja? Crack. Crack finde ich persönlich auch sehr interessant, muss ich durchaus zugeben. Zur SM-Szene. Kennen Sie sich da aus? So Polizei, SASM? Haben Sie dazu eine Meinung? So Analstahl, Fisten, die ganze Kacke? Fisten geil, SM geil, abspritzen, anpissen, Schmerzen geil, ja. Gut. Das ist ja schon mal eine sehr konkrete Aussage. Stört Sie irgendwas an Ihrem Bezirk? Haben Sie da Abneigungen? Nee, Friedrichshain, get the fuck. Ja, sagen wir mal gerade, dass eine 70%ige Alkoholkrankenrate in Friedrichshain ist. Haben Sie dazu eine Meinung? Ja, die Zahl ist völlig gerechtfertigt. Im Zuge sozialer Verelendung, Ghettoisierung, finde ich das voll okay. Ach so, das finden Sie voll okay, ja? Ja. So, wissen Sie, was unter den alkoholischen Getränken nun gerade bevorzugt ist in Friedrichshain? Ist es mehr Bier oder mehr Schnäpse? Nee, weiß ich überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass Crack gerade in Friedrichshain eine... große Rolle einnehmen wird. Nun gut, Craig ist nun kein alkoholisches Getränk. Mir wurde zum Beispiel zugetragen, dass gerade Captain Morgan sehr hohes Ansehen genießt, ja, in Friedrichshain. Ist das richtig? Ja. Können Sie das bestätigen? Goal kann man nicht bestätigen. Das können Sie bestätigen, ja. Aber Captain Morgan, bin ich selber ein Fan von. Sind Sie selber ein Fan von? Ja. Bölkt gut rein, ja? Find ich mal gut Stefe.